Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, machen auch direkt weiter. Ich glaube, hier kommt wieder ein kleiner Bossfight. Der eine Gott war ja zu sehen. Wir sind hier in Helheim, müssen aufs Schiff. Aber man hört, es geht los. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So. Ich wollte euch noch mal einen neuen Move schnell zeigen. Bevor ich sterbe. Nein, Quatsch. Machen wir direkt weiter hier. Voll in Action. Oh, shit. Oh, shit. Das war's. Geht sofort weiter. Oh, ist der kalt, der Controller. Schnell ein bisschen Heilung. Danke, Junge. Heieiei. Wer war das? Beeilen wir uns. Und auch ein bisschen Heilung von unterwegs. Was ist das hier? Eine Kiste. Das ist schon das erste Zeichen. Schauen wir mal kurz, ob wir die Kiste hier kriegen. Auf die Schnelle. Ich glaube nicht, dass wir die auf die Schnelle kriegen. Einfach mal so weit ziehen, wie es geht. Wer weiß, wofür es... Ach, da. Was ist los? Weil gerade sagen, wer weiß, wofür wir es brauchen. Und dann hat es das direkt schon gezeigt. Na moin. Ach, hey. Auf die Schnelle wird das hier nichts. Machen wir aber weiter. Wir wollen hier in Action bleiben. Da kannst du immer noch zurückgehen, denke ich mal. Wir sind doch schon so overpowered. Zack, komm. Leck mich an der Füße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Aus Helheim fliehen. Nehmen wir mal nur einen davon. Mit dem können wir es ja eh nicht. Lass mir ein wenig Raum. Genau. Verstehe ich nicht. Hä?
Was soll ich jetzt machen damit? Ach Mann. Ach so. Okay. Logisch. Ich versteh's nicht. Ah. Das kann ich tun. Du hast schon genug getan. Ein bisschen angesickert noch, der liebe Papa. Ein bisschen angesickert. Ich verstehe gar nicht warum. Das ist jetzt, weil wir da irgendwas machen. Plopkes! Toll! Nur vergessen, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Bahn erbaut das tollste Schiff aller Zeiten, das kann fliegen. Es geht ja. Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Moin! Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Keine Ahnung. Aha, genau, sieh her, Sohn. Genau, sieh her. Warum auch nicht? Macht ja Sinn hier. Du hast die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Keine Ahnung. Sollen wir vielleicht wieder am Rädchen drehen? Holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Jetzt heben wir ab. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Ach, herrje, das fliegende Boot. Und jetzt? Wo hängen wir denn fest? Matrosen. Wo hängen wir denn fest? Vielleicht muss er hochklettern, aber wie? Wieder am Rad drehen? Nö, diesmal nicht am Rad drehen. Ja, moin. Ja, moin. Ich sehe einfach den größten Stein der Welt nicht. Alles klar. Gut gemacht, Ben.
Ich sagte, bleib auf dem Boot. Genau. Hey, Jemini. Was ist das? Ein Anker. Alles klar. Eine Bootsfahrt ist lustig. Talari, talara. Oder so. Wie einfach die Truhe nicht trifft. Muss man nur fünfmal gegenschlagen, damit die einmal kaputt ist. Genau. Jetzt sind wir frei, oder wie? Oh shit. Warte dort auf zwei Hexen. Ah, hextastisch. Macht ja gar nichts. Ich habe immer gedacht, die sind voll krass unterwegs, die Hexen. Wir müssen reden. Mir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen. Du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt, er... Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Und nun? Ach, ey, ich hau das Ding nach ganz oben, ne? Hau den Lukas-Style hier. Alles klar. Wunderbar. Das Spiel ist manchmal echt mysteriös. Oder? Was übersehe ich hier wieder? Ja, die Musik gibt jetzt auch den Rest. Ja.
Aha. Ne. Scheiß Leben hier, ey. Die Brücke ist doch... Aber warum kriege ich das nicht bis nach ganz oben? Was fehlt mir da? Ich verstehe es nicht. Tja. Ich verstehe es nicht. Was zur Hölle mache ich falsch? Leck mich an der Füße. Ach, ich wollte schon sagen, jetzt kommt's aber. Das war auch neu. Atreus. Das war auch neu. Darf ich helfen? Gemeinsam. Ja, Wolski Podolski. Mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Ja, moin. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Eisberg! Was vor! Machen wir weiter. Festhalten! Ich muss da jetzt hier bam, immer mit den Eisenklingen arbeiten. Bums und tschüss. Ach, hey. Bums! Das Feuer ist auf! Ja auch noch auf das Feuer achten. Ja moin! Eine Harpune! Ich befreie uns!
Wie denn? Ach, herrje. Vorsicht, hinter dir! Da bist du jetzt? Ne. Und tschüss. Jetzt aber. Auch nicht. Jetzt? Darf ich jetzt? Oder immer noch nicht? Doch, jetzt da. Ah! Ja, für den Moment sind wir frei. Kopf. So, liebe Leute, das war's auch mit dieser Folge. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Ihr wisst ja, wie es geht. Lasst einen Support da, ein Like. Wäre auch ganz nice. Hau rein.